Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles. Hey! Hey, willst du heim? Hey, willst du Stress oder was? Hey, machst du schon? Ein einziges Mal will ich ästhetische Aufnahmen von meinem Leben machen. Was machst du? Versaust sie! Dein Leben ist aber nicht ästhetisch. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Willkommen zu meinem ersten Vlog von Vlogmas. Ihr werdet mich jetzt hier öfter sehen. Viele haben es auch schon vermisst. Ich bin nämlich gerade bei Philipp, also das ist meistens abends so, dass wir hier kochen, schlafen und dann tagsüber sehen wir uns nicht. Und dann sehen wir uns abends wieder. Auf jeden Fall dachte ich mir, fange ich heute schon mal an. Heute ist, glaube ich, der 29. November. Ich war heute Mittag im Autohaus, für alle, die es nicht mitbekommen auf Instagram. Und ich bekomme ein neues Auto am 13.12., also kann das mitnehmen. Das heißt, am 13.12. habe ich endlich wieder ein Auto. Heute ist generell nicht so viel passiert. Ich war einkaufen, habe Dinge erledigt, organisiert, Adventskalender fertig gemacht und... Jetzt haben wir einfach ganz entspannt gekocht und schauen jetzt noch ein bisschen Fernsehen und gehen dann auch irgendwann schlafen. Also unter der Woche versuche ich ein bisschen früher mal schlafen zu gehen als kurz vor 12. Ich melde mich dann morgen wieder bei euch, weil heute Abend passiert definitiv nichts mehr, außer das hier. Und das hier. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Guten Morgen, heute ist Dienstag und wir haben gerade kurz nach 7. Ich habe jetzt erstmal kurz ein bisschen die Wohnung klatschig gemacht, mache mir jetzt gerade einen Kaffee, habt ihr alles gerade gesehen. Und ich wollte euch mal meinen ersten Adventskalender zeigen, der ist nämlich von meiner Mama, den hat sie mir gestern vorbeigebracht. Der sieht so aus und sie hat den selber gemacht und hat eben 24 Tütchen verpackt. Eigentlich hatten wir gesagt nur die Hälfte, aber meine Mama hat jetzt doch 24 Tüten gemacht. Voll lieb. Von meinem Freund bekomme ich heute oder morgen dann auch noch einen, der wollte den noch fertig machen. Sein Adventskalender steht schon da hinten in dem Korb, den habe ich auch schon fertig gemacht. Und eine Freundin von mir hat auch schon einen bekommen. Au, bekommen. Oh, ich stoße mich jedes Mal an dieser Kante hier an. Oh Mann. Genau, deswegen, dieses Jahr gibt es 2 oder 3. Jetzt fertig mit meiner einen Einsendeaufgabe, habe mich jetzt einmal kurz umgezogen, also einfach nur einen dicken Pulli angezogen, denn ich werde jetzt mit der Bonita gehen und wir haben mittlerweile nämlich auch schon 12 Uhr und dann werde ich ein Buch in Deutsch anfangen zu lesen und das Deutschheft bearbeiten. Ja, dann zeige ich euch später noch meine Aufteilung, wie ich das immer mache, damit ich meinen Zeitplan zum Beispiel einhalte und auch wie ich das mache, um zum Beispiel die Sachen in Korrektur zu lesen und das nicht zu vergessen dann abzuschicken, weil ich habe da so meine eigene Ordnung reingebracht. Und ich denke auch, also für mich funktioniert es gut, ich denke auch, dass vielleicht für andere Leute ganz gut funktionieren kann. Heute Abend kommt ja Julia, das heißt, ich werde dann später schon mal beim Sushi-Restaurant anrufen und unsere Bestellung abgeben. Und da freue ich mich auch schon mega drauf, einfach so einen schönen Mädelsabend zu machen. Ich muss die Wohnung auch noch aufräumen, nehme ich euch später auch noch mit. Aber ich quatsche jetzt nicht länger, ich gehe jetzt raus, es ist super kalt. Hört ihr das? Bei uns ist es richtig windig. Also hier fliegen die ganze Zeit Sachen über den Balkon. Also nicht bei mir, aber bei meinen Nachbarn oben. Ja. Und dann geht's weiter. Whatever we do, we will be alright. This holiday.
Well, I'm all for Christmas. Wir haben jetzt 2:30. Ich mache jetzt Mittagessen. Tatsächlich jetzt erst. Ich hatte die ganze Zeit keinen Hunger und habe es auch immer noch nicht so richtig. Aber ich habe Hackfleisch rausgeholt und das muss ich auf jeden Fall machen. Ansonsten kann ich das wegtun. Das wäre nicht so toll. Deswegen mache ich jetzt gefüllte Zucchini. Überbacken mit Käse und normalerweise mit Reis, aber ich glaube, ich habe keinen Reis mehr, deswegen esse ich einfach nur Zucchini und mache dazu mal Tomatensauce. Genau, also das ist das Rezept, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Lisa, also eine Freundin von mir, feiert das richtig. Ich habe das nur mit ihr zusammen gemacht. Und wir hatten danach noch so Apple Crumble und sie fand es richtig, lecker. Genau. Essen um 3:30 läuft bei mir. Auf jeden Fall wollte ich kurz mit euch quatschen, wenn ich jetzt eh schon esse. Bezüglich dieser ILS-Hefte, ich bekomme da immer noch unwahrscheinlich viele Fragen zu. Also ich kann euch das jetzt mal für Deutsch sagen, so rum. Um grundsätzlich mal was zu sagen, die Hefte sind nicht dick. Die haben meistens so zwischen, ja, 60 und in Mathe sind es manchmal auch 120 oder in Bio sind es auch 120 Seiten. Aber die meisten haben so 60 Seiten ungefähr. Ihr habt immer wieder zwischendrin selbst überprüfende Aufgaben mit Lösungen hinten dran. Wenn ihr schummelt, seid ihr halt selber schuld. Aber wenn man das Ganze ernst nimmt und sein Abi irgendwann auch bestehen möchte, dann macht man das eben auch ohne, dass man schummelt und kontrolliert sich selber. Und die einzelne Aufgabe, manchmal gibt es Tage, da guckt man dann im Internet nach, wenn man was nicht weiß, wenn man zum Beispiel fertig werden will. Andere Tage macht man es komplett frei, es kommt immer darauf an. Ich sage das immer voll oft dazu, es bringt mir nichts, wenn ich schummel, weil in meinem Abi rächt sich das. Ich sitze dann in der Prüfung und habe da ja auch kein Internet und kann kurz nachgoogeln. Deswegen lernt es lieber von Anfang an, schreibt euch Zusammenfassungen, also so mache ich das zumindest. Und dann passiert da auch nichts. Dann lernt man nochmal 4-5 Monate vor dem Abi richtig, richtig dolle, fasst sich alles zusammen und dann wird es auch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in Deutsch sind die Hefte richtig geil aufgebaut. Das heißt, man bekommt auch zum Autor Informationen und bräuchte eigentlich gar keinen Lektüreschlüssel. In Mathe beispielsweise sind teilweise nur ganz Mini-Erklärungen dabei, die, mit denen ich teilweise gar nicht zurechtkomme. Also ohne Nachhilfe würde es da gar nicht gehen. Das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, was man gut kann und was man nicht gut kann. Wobei ich von mir nicht sagen würde, dass ich Deutsch wirklich gut kann. Ich habe da immer nur solide 3. Ich werde nicht besser und auch nicht schlechter. Toi, toi, toi. Also gut, dass ich nicht schlechter werde, aber nicht cool, dass ich nicht besser werde. Egal, was ich mache, ich hatte Nachhilfe. Ich habe Texte gelesen, Bücher gelesen, nichts. Ich bin der Meinung, man kann Deutsch und man kann es nicht. Also man schreibt gute Noten oder man schreibt sie nicht. Auf jeden Fall habt ihr dann am Ende eine einzelne Aufgabe von dem ganzen Thema, von einem Heft, also von den ganzen Unterthemen. Was ich euch sagen kann: stellt euch darauf ein, wenn ihr das machen wollt, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Logischerweise, ein Abi kriegt man halt nicht geschenkt. Und ihr müsst euch alleine hinsetzen, ohne dass euch jemand in den Arsch tritt. Das ist manchmal echt leichter gesagt als getan ist. Ab morgen kann ich dann offiziell überall laut Weihnachtsmusik laufen lassen, weil dann kann mir kein Mensch mehr erzählen, dass es nicht angebracht ist. Weil mein Freund hasst. Was heißt, er hasst sie nicht, aber er mag sie nicht und er sagt immer nein. Und ab morgen können wir Weihnachtsfilme gucken. 24/7, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch, morgen meinen Adventskalender aus. Einer steht da hinten ja bereit, hat ihn immer noch nicht mitgenommen, aber den bringe ich ihm heute Abend rüber, dass er morgen auch sein erstes Türchen aufmachen kann. Ich versuche das immer mal ein bisschen mitzufilmen, seine Reaktion, aber ich weiß nicht, ob er das halt morgens oder mittags oder abends aufmachen will. Ich will ihn da auch nicht nerven mit. Und nur, dass ich euch das jetzt zeige, aber ich habe halt nur so Kleinigkeiten reingemacht. Aber die kann ich euch jetzt noch nicht sagen, sonst sieht er das vielleicht und dann
Ja, es ist blöd, wenn ich das dann verrate. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der erste Vlog gefallen hat. Und stellt mir gerne mal ein paar Fragen für die nächsten Vlogs. Das sind ja jetzt ein paar, also 24 Stück haben wir noch vor uns. Und da kann ich jeden Abend eine Frage beantworten. Oder mit euch quatschen, Real Talk Themen, irgendwas, was ihr wissen wollt. Ah, Moment, also die Videos kommen immer um 18 Uhr hier online. Vlogmas durch. Kontinuierlich um 18 Uhr abends. Dass ihr Bescheid wisst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.